Hallo und herzlich willkommen zu gitarrenlehreronline.de. In diesem Video zeige ich dir den Fingersatz oder auch Shape 4a der Mollpentatonik am Beispiel E-Moll. Los geht's! So, das war der Shape oder auch Fingersatz 4a der E-Moll-Pentatonik. So, was bedeutet das? 4a bedeutet, der vierte Finger auf der A-Seite markiert den Grundton. Um dir zu zeigen, warum es sinnvoll ist, die Fingersätze so zu benennen, habe ich extra ein Video für dich gemacht. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Das heutige Video ist nur eins von einer Serie von 6 Videos. Und die Links zu den anderen Teilen findest du auch unten in der Beschreibung. Du solltest Fingersätze übrigens immer mit Metronom, Rhythmus oder Jamtrack üben. Die Jamtracks, die ich hier im Video benutze, findest du übrigens in meinem YouTube Backstage-Bereich. Außerdem findest du da noch ein E-Book zum richtig Üben und eine Sammlung von Achtel-Rock-Grooves, mit denen das Üben wesentlich mehr Spaß macht als nur mit einem Metronom. Einfach hier unten in der Beschreibung klicken, dann kannst du deine E-Mail-Adresse eingeben und bekommst Zugriff auf den Backstage-Bereich. Das musst du nur einmal machen und du hast dann für immer Zugriff zu dieser Seite, wo alle aktuellen Begleitmaterialien zu meinen YouTube-Videos immer verlinkt sind. Jetzt aber wieder zu den Fingersätzen und wie du die richtig übst. Denn immer gleich den ganzen Fingersatz zu spielen, ist nicht unbedingt so zielführend, weil unser Gehirn nicht so arbeitet. Unser Gehirn kann auf einmal nur ungefähr, ganz grob und vereinfacht gesagt, 8 Informationen speichern. Deswegen teilen wir das jetzt einfach in 8 Noten oder noch einfacher gesagt in immer einen Takt, den wir gleichzeitig zum Jam-Trick üben. Und das machen wir jetzt. Natürlich ist es nur der Anfang, diese Fingersätze sauber spielen zu können. Um damit richtig Musik zu machen, brauchst du die richtigen Übungen und Konzepte. Glücklicherweise gibt es genau dazu einen Kurs von mir auf gitarrenlehreronline.de und zwar den Grundkurs Solospiel mit 21 sehr ausführlichen Lektionen. Da lernst du außer diesen Shapes mit einer Wiederholung und ein bisschen ins Detail gehend noch Phrasing, also zum Beispiel Bending, Vibrato, Slides, wie du diese ganzen Shapes auch musikalisch verbindest und ein Solo-Beispiel, viele Licks und so weiter. Ein Link zu weiteren Infos zum Kurs findest du hier unten in der Beschreibung. Wenn du erstmal reinschnuppern willst, gibt es auch einen dreiteiligen E-Mail-Minikurs, für den du dich auch hier unten anmelden kannst. Damit wären wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch ein kleines Like und abonniere meinen Channel. Wenn du über zukünftige Videos informiert werden möchtest, damit du keins mehr verpasst,
Drück auch noch neben dem Abonnieren-Button dieses kleine blöde Glöckchen und du wirst jedes Mal informiert, wenn ich ein neues Video poste. In diesem Sinne sage ich Tschüss und denk dran, der beste Tag zum Üben ist heute.